So, weiter geht's mit dem Pokémon Schwert und wir gehen heute rein ins Finalturnier. Und der nächste Gegner sollte, dürfte Yarrow sein. Wissen tue ich aber nicht genau. Deswegen habe ich jetzt Tortonator an den Anfang gesetzt. Und da sind wir wieder mit dem langersehnten Startschuss für das Finalturnier des Champs. Im Eröffnungskampf der ersten Runde treffen die beiden folgenden Trainer aufeinander. Kev, der junge Champ, der neue Champ. Und Kate. Ja, super. Ich hätte was erwartet. Mal wieder gegen Kate. Du bist ja viel stärker geworden, seit wir im Stadion mit Kate gekämpft haben. Die nennt sie nicht nur Champ, weil er ein toller Trainer ist, sondern auch, weil er ein gutes Auge für das Potenzial anderer hat. Aber du bist nicht der Champ und du wirst den Titel heute auch nicht nach Hause nehmen. Ich werde diesen Kampf nicht gewinnen. Danach stoße ich Stile von mir runter. Ich weiß, dass man dich nicht unterschätzen darf. Deshalb werde ich auch mit Dynamix kämpfen. Mein Team wird ordentlich Welle schlagen und dich wird zum Ende der Welt spielen. Scheiße, da habe ich nicht gerechnet, dass der am Ende noch. Dass Kate noch am Ende der Gegner ist. Deswegen habe ich Tortonato eigentlich am Anfang gesetzt. Okay, check this. Okay, der wird wahrscheinlich eh mit Captain da antreten. Ist ja nicht mit dem Torstein, habe ich heute dein Team wegspielen. So, gut, okay, dann spielen wir das Spielchen erstmal mit Panzerfalle. Weil du wahrscheinlich jetzt mit, egal was du kommst. Okay, ich will neutral werden. Fast seinen Tektas weggehauen. So, nächster Gegner ist Barakiefer. Ah. Okay. Cool, dann probieren wir es jetzt mit Bluebella. Ich werde jedenfalls den Change machen. Schlagbohrer. Vielleicht das mit Feuer, Feuer-Pokémon, was versucht gegenzusetzen mit einer Bodenattacke. Ein Eiszahn trifft nicht, Gott sei Dank. So, damit ist das Barakiefer auch down. Ach, 50 war mal Pico. Golking. Okay, Volking sollte uns eigentlich nicht entgegensetzen. Sie haben schon ja Kamalm als Gegner. Wir bleiben mal weiterhin bei diesem Set. 5 Pokémon. Also einer mehr als Bettis. Weil jetzt ihr Dienst angeht. Ja, gut, Golking wird sich selbst in K.O. setzen. Und sie hat ja am Anfang im ersten Kampf Goldini gehabt am Anfang. Ja, es ist wahrscheinlich das Golking raus geworden. Genesung. Ja, du ziehst es nur einfach nur unnötig in die Länge. So. So, dann ist das Thema erledigt. Golking auch down. Tektas, haben wir nicht was gerechnet. Ein Wirbel. Ich muss jetzt so rumfallen. Damit habe ich was nicht gerechnet. Jawohl. So, ich denke, das ist auch Geschichte. Level 60 für Tortonator. Klipper. Okay, dann kann ich. Mache ich mal den Play auf Mopeko. Niesel rein. Damit könnt ihr Donner oft voll treffen. Aber, da haben wir kein Donner drin. Sondern nur Aurarad und Donnerzahn, aber Aurarad. Oh, schöne Attacke. Das ist Litter. Und die Initiative steigt von unserem Mopeko.
So, und das letzte Pokémon jetzt, was in Kampf geht, ist Karmalm. So, das bleibt ja die Vierfachschwäche gegen Pflanzen-Pokémon. Deswegen werde ich mal einen Nubella in den Kampf schicken. Ein Pokémon habe ich mal. Das Beste kommt zum Schluss. Ja, das ist jetzt blöd, das war natürlich nicht viel. So, dann gehe ich auf Dynaflora. Weil sie wahrscheinlich jetzt auch ihren Dynamax reinsetzen wird. Na gut, klar, das ist das Problem. Wir waren wahrscheinlich auch im zweiten Kampf reinsetzen. Wenn wir noch einen noch sehen in dieser Folge. So, mit dieser Wette ziehst du nur Dynamax, ja. Da waren wir das Zorn, wir haben mehr. Geiger Dynamax. Giga Dynamax für dich. Karmalm. Grün sollte eigentlich kein Problem sein, wenn man nicht. So, war so. Und das ohne Probleme. So, der Niesel verabschiedet sich, der Kampf ist geworden. Wir sind in der nächsten Runde. Und die gute Kate ist besiegt. Wir stehen im Halbfinale. Ach, ich weiß es nicht. Das ist der Wind aus dem See gegangen. Mit Sieg davon getragen. Ja, der nächste, wie gesagt, wird uns jetzt gleich bevorstehen. Sehen wir uns auch noch an. Kev hat gewonnen. Es hat schon wieder, er hat das Spiel noch geschafft. Kate erneut bezwungen. Genau bei der Arena Challenge. Die Partner haben mit deiner auch nicht Wellen geschlagen, aber nichts hat es genützt. Die Wogen haben sich geklettert und du stehst auch immer. Fühlst du wie ein Fels in der Brandung? Da fällt mir wieder ein, wie vor gestern Zeit von deinem Talent erzählt hat. Vielleicht hatte ich hier damals besser zuhören sollen. Spätestens jetzt sollen alle Leute in Galar völlig hin und weg von dir und deinem Pokémon sein. Genieß es. Lass dich von ihrer Begeisterung umspielen. Lass dich auf der Welle ihres Applauses zum Ziel treiben, bis du vor dem Champ stehst. Es folgt eine kurze Pause danach. Sehen wir uns im zweiten Kampf der ersten Runde wieder. Und wir gucken uns mal die Ergebnisse an. Ja, Kate haben wir geschlagen. Wir treffen uns nächstes auf Saida. Ness hat uns Kamo geschlagen und Yaro hat gegen Rai den Kürzeren gezogen. So. Gut. Gucken wir mal auf die Uhr. Es sind gerade mal 8 Minuten. Okay, das wäre eine sehr kurze Folge. Dann schauen wir uns jetzt gerade den zweiten Kern an. Wie kam jetzt auf Zyder als nächstes drauf? Gut, Zyder könnte gegen Ognatol natürlich nicht das Problem sein. Weil der Kampf-Pokémon gegen Geist-Pokémon nicht wirklich eine Wirkung zeigen. Dann probieren wir es erneut. Auf in den zweiten Kampf der ersten Runde. Jetzt also die zweite Runde. Los geht's. Wir starten in die zweite Runde des Finalturniers. Welcher der vier verbleibenden Trainer wird am Ende dem Champ gegenüberstehen? Weiter geht es mit dem ersten Kampf der zweiten Runde des Finalturniers. In der ersten Runde konnte Gavin sich in einem unerwarteten Kampf gegen Bettis durchsetzen und hat selbst auch in der Leiterin Kate gezwungen. Würde seine Siegesserie wieder fortsetzen. Nicht, wenn es auf Zyder, dem Wunderkind des Gala-Karate geht. Einen Riesenapplaus, bitte. Ein steht fest. Dieses Mal werden meine Attacken mit die Faust aufs Auge passen. Mein Team wird bei dir ordentlich für Herzrasen sorgen. Bist du bereit? Dann komm und kämpfe. So, Arena-Leiterin Zyder wird der nächste Kampf sein. Gegen Anfangen wird ihn mit einem Resladero. Das ist sogar gar nicht mal so schlecht eigentlich. Also ich habe Flugattacken, aber mit Steinhagel sind zwar neutral dann. Wollen wir Peko. Ja gut, Peko, wenn ich hier erwähnte, weil. 5 Pokémon stehen wieder uns bevor. Wir fangen an mit Steinhagel und der geht das mit Sprungfedern. Sprungfeder könnte. Aber Steinhagel dürfte die Sprungfeder sogar treffen. Gut, dein
Versuchen wir es mal. Weiter mit Steinnagel. Du setzt weiter mal Sprungfeder ein. Sprungfeder ist zumindest für eine Attacke vom Typ Flug. Kann immer nur paralysieren und das hoffe ich, dass es nicht passiert. Und aber unsere Attacke gerade zu schrecken. So wie gesetzt. Ach du Scheiße, ich glaube, geht nicht so rein. Ach du Scheiße, ich habe den Sprung wieder, ne? Also, wie ist die erste Attacke? Ich muss die Spezialverteidigung ziehen können. Jetzt ist sie. Okay. Nichts anderes kann man außer diese Sprungfeder. So, probieren wir es mal nochmal. So. Nochmal drauf mit Spukball. Und damit ist das gute Retter-Deo schon weg. So, nächster Gegner. Lauchzelot. Lauchzelot kann wahrscheinlich Wirbler. Sicher braucht schon. Ne? Ich glaube, Kimi ist. So, nochmal drauf mit Aqua-Durchstoß. Legios. Ja, das ist nicht so einfach gerade. Aqua-Haubitz aber drauf. So, dieses Legios kurz mal weggespült. Nächste Pokémon ist Kaokto. Das ist übrigens vom Typ Kampf und nicht Typ Wasserkampf. Ja. Okay, die Scheiß den Rückstoß. Kriegst du jetzt nochmal einen drauf? Das ist Kaokto. Leider sind Dynamax-Pokémon noch 5. Mach oh mein. Probier es mit meinem Octanatoll. So. Dann probieren wir es mit Bürde. Männer, da fangen wir ihm zu. Mit vollem Respekt.
Okay, das scheint wohl gerade der Dings gewesen zu sein. Gehen wir auf Toxin. Die Top-Genesung hat er ja schon eingesetzt. So, Toxin greift. Deiner Brand. Das kann nur Feuerhieb sein. Dann noch mit dem Tortonator. Und zur Falle. Giga Fokusschlag. Die Attacke meines Pokémon so knapp wie meine Karatekünste. Okay, Giga Fokusschlag. Das kann nur Wuchtkick sein. Jawohl. So, ich kriege jetzt natürlich noch eine Attacke hinterher. Bist du nochmal Flammenwurf hinterher? Kreuzhieb. Gut, das verfehlt. Sehr schön. Dass ich nochmal Panzerfall eingesetzt habe, sondern dieses Pokémon versucht direkt wegzugrillen. Wir haben gewonnen. Insider. Yes! Das passt auch perfekt in die Zeit rein. Einfach mal knapp 20 Minuten, glaube ich, für beide Kämpfe. Unfassbar, wie stark du bist. Meine Haare, ich baff wie ich bin, die Flucht vergriffen. Und Kämpfer hat gesagt, so, Psyduck ist besiegt. Danke für den Kampf. Dass ich verloren habe, ärgert mich natürlich. Aber ich fühle mich auch seltsam erfrischt. Ich kann es nicht leugnen. Nie zu kämpfen macht einfach mehr Spaß. Und so gesehen war es für mich der perfekte Kampf. Du wirst auf deinem Weg noch unzählige Kämpfe bestreiten. Mögen sie dein Herz weiter stillen. Wir verabschieden uns von euch für eine kurze Pause, meine Damen und Herren. Bleiben Sie dran. Ja, und du weißt, der nächste Gegner. Voyard Yarrow geschlagen. Den ich gerne mal wieder gesehen. Und wir haben uns. Ne, Quatsch, Roy hat gegen Ness gewonnen, genau. Und wir haben uns jetzt gegen Psyduck durchgesetzt. Boah, wie es aussieht, hat Roy mit Ness kurz einen Putzplatz gemacht. Sehr gut. Hey, ich schubse Mary. Oh, Kev, tut mir leid. Nach meiner Schlappe wollte ich unbedingt, dass Ness sich als Revanche besiegt. Aber es macht mein großer Herr Bruder. Er fliegt sofort im Kampf gegen Roy raus. Gemacht ist. Jetzt bedenkt bestimmt alle, dass unsere Familie nichts auf dem Kasten hat. Ach was, jeder weiß doch, wie stark Roy ist. Und dafür, dass ich komplett auf Dynamax verzichtet habe, konnte ich echt cool mit ihm mithalten. Das haben die Zuschauer schon geschnallt, da bin ich mir ganz sicher. Das ist mir schon klar. Ich habe genau gesehen, was für einen tollen Kampf du da hingelegt hast. Aber genau deshalb wollte ich auch unbedingt, dass du gewinnst. Ich bitte dich, Kev, schnapp dir den Titel. Ich feuer dich auch an. Sorry, dass wir gerade mit unserem eigenen Drama ein Quartett ins Programm haben. Das ist nicht das Letzte, was du vor dem entscheidenden Kampf des Turniers brauchst. Roy wartet schon auf den Platz auf dich. Zeig ihm, was der Hake ist. So, gucken wir mal, wie unser Team aussieht. Sehr gut, weiß vom Typ. Das Pokémon war ein Drache. Ich versuche es gegen mit Motineva. Ich habe ja zwei Pokémon gegen ihn, die ich jetzt nicht einsetzen kann. Ich will nicht unbedingt nur auf Drachenmeteor gehen, sonst gehe ich auf Eisattacken. Gut, liebe Leute, dann würde ich sagen, Feierabend. Wir sind in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Pokémon Schwert und dann geht's weiter mit dem Kampf gegen Roy.